Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enderal. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Erstmal bevor wir mit der guten Dame reden. Vielleicht können wir sie ja noch ein bisschen beklauen. Sieht aber nicht so aus. Na ja dann. Ups, eine Elfe, wie mir scheint. Fischerin. Ah, ihr seid wach? Halbwegs erholt? Ja, so gut es geht. Danke für eure Hilfe. Ich habe nur getan, was jede andere wegestreue Endraläerin auch getan hätte. Euer Kumpan hat mir erzählt, was uns blüht. Krieg. Es fällt mir schwer zu glauben. Ach komm, der Orden wird die Neremesen zurückschlagen. Macht euch keine Sorgen. Lügen wir mal ein wenig. Euer Wort in Malfas Ohr. Ernsthaft, diesen Neremesen ist doch wirklich nichts mehr heilig. Jahrtausende lang hat zwischen den Ländern der zivilisierten Welt Frieden geherrscht und jetzt sowas. Ketzer sind das doch allesamt. Sollen sie im Sonnenfeuer brennen? Am besten ihr ruht euch noch ein wenig aus. Er sieht nach wie vor mitgenommen aus. Ich wecke euch, wenn wir anlegen. Na gut, dann legen wir noch mal ein wenig uns aufs Ohr. Ja, wie gesagt, müssen Sie jetzt nicht unnötig noch in Panik versetzen, die gute Dame. Sagen wir einfach mal ihr, was sie hören will. Mal schauen, wie das dann läuft mit dem Krieg. Wir werden unser Bestes geben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber jetzt im Moment würde ich mir wünschen, die Garde hätte ja die Hosen an und nicht diese Aufpasser. Die wissen wenigstens, wie man einen Krieg führt. Naja, ihr solltet so schnell wie möglich zum Orden zurückkehren. Und zeigt diesen neremesischen Ketzern, wessen Land das hier ist. Werden wir. Und noch einmal danke für eure Hilfe. Wie gesagt, keine Ursache. So, hier wären wir auch wieder in Reichweite der Teleportrunen. Ich werde mich gleich nach Ark aufmachen. Wir sehen uns dann dort. Alles klar, hier geht die Framerate auch ziemlich in den Keller, muss ich sagen. Na gut, hier geht's wieder. Gebt auf euch Acht. Kalia suchen und so weiter und so fort. Was sind wir denn hier? Ich sag's ja immer, ich hab keine Ahnung, wie es der Kerl zum Captain geschafft hat. Hat er eigentlich irgendwas drüber gesagt, was wir wegen dem Mast machen werden? Nö, was auch. Kohle, um den zu kitten, ist ja sowieso nicht genug da. Scheiße, dieser verdammte Sturm, echt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir blöd genug waren, um da geradewegs reinzufahren. Was heißt da blöd genug? Selbst der alte Charon hat gesagt, dass es sicher ist. Weil sich sein Räumer nicht gemeldet hat? Sag bloß, du glaubst diesen Schwachsinn wirklich. Bisher hatte ich immer recht. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Können wir mit euch irgendwie reden? Ahoi! Oh, guck mal, ein Bett. Rauchen gerade nicht, danke. Ahoi! Fremdländer. Habe ich da gerade was von Räumen und einem Sturm gehört? Ja, das habt ihr. Mein lieber Marty ist nämlich felsenfest davon überzeugt, dass dieser alte Spinner, den der Captain seit 2 Jahren für lau bei uns mitfahren lässt, die Gabe hat, durch sein Räumer Stürme kommen zu sehen. So weit hergeholt ist das jetzt auch nicht. Erinnerst du dich an das eine Mal auf der Fahrt nach Arasial? Er hatte richtig schlimme Schmerzen. So schlimm, dass er 2 Pullen rumgebraucht hat, um sie wieder in den Griff zu bekommen. Und der Sturm ist wirklich gekommen. Ja, unglaublich, wirklich. Vor allem, weil selbst ein blinder Leor die Gewitterfront am Horizont hätte sehen können. Tja, also scheinbar scheint es ja nicht immer zu funktionieren mit seinem Räumer. Also euer Schiff ist in einen Sturm geraten? Ja, ein richtig übler. Wir waren kurz vor Arkwent, da... Du Idiot, halt die Klappe. Die Luft riecht heute besonders würzig, findet ihr nicht auch? Was ist denn daran so schlimm, nach Arkwent unterwegs gewesen zu sein? Ihr seid nicht von hier, was? Die Ruinen von Tirmatral sind eine Schatzgrube, wenn man weiß, wo man suchen muss.
Wir wollten nur mal schauen, ob da vielleicht irgendwer was Brauchbares zurückgelassen hat. Ein paar Flaschen Tirmatraler Branntwein vielleicht. Oder eine alte Münze, ihr wisst schon. Genau. Die braucht ja eh keiner mehr. Genau. Und was die Arkwender-Ruinen zu durchsuchen, sind Verbrechen? Oder warum diese Geheimniskrämerei? Hier auf Enderal, ja. Respektlos gegenüber den Gefallenen und so ein Quatsch, ihr wisst schon. Aber ganz ehrlich, wenn ihr gefallen wärt, würdet ihr euer Gold lieber unter der Erde vergammeln oder in den rauen Händen kluger Matrosen sehen wollen? Ich weiß ja nicht. Ich glaube unter der Erde. Na gut, da ist allerdings was dran. Machen wir genauso. Sag ich doch. Schreitet wohl. Gut, gibt aber keinen Quest oder so. Oder keine Quest. Interessant. Dünenheim sind wir jetzt also. Pulverwüste. Nicht schlecht. Abgesehen von den Frame-Einbrüchen hier. Coole Stadt. Tealor Arantheal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Gut, ich glaube, hier können wir aber nichts großartig mitnehmen. Ist alles Stiel. Mein Gut hat uns bisher auch noch nicht so großartig von abgehalten, aber... interessant. Wo genau ist denn das jetzt hier kartenmäßig? Irgendwo draußen noch. Alles klar. Ich habe dann auch so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier nie wieder hinkommen werden. Wenn wir nicht eine Teleportrune oder irgendwas hier finden. Könnte ja auch die Leiter hoch, aber ich denke, hier geht's ja auch ganz gut. Pulverwüste, naja. Mal gucken, wo wir rauskommen. Bin ich doch mal gespannt. Ja, die Sache mit dem Blocken. Ich glaube, parieren habe ich auch nicht großartig geskillt mittlerweile. Wieso hat mir dafür keine Bücher geholt? Aber ich will jetzt ja eh erstmal für das Haus sparen. Gucken, ob wir die 6000 dann zusammen haben. Oh. Das ist ja praktisch direkt hier beim Turm. Alles klar, dann kommen wir da doch nochmal hin. Dünenheim. Dann will ich mir gerade... Ach, guck mal, hier unten. Nett. Na gut, dann sind wir da wahrscheinlich irgendwo angekommen. Gut, dann muss ich mich ja doch nicht mehr rum... teleportieren oder so. Wir waren, glaube ich, ziemlich überladen. Da haben wir ein paar schon Aufpasser. Ja, je, wie die Zeit vergeht. Packen wir nochmal eine Runde Zeug hier rein. So, die ganzen Zutaten kommen da mal rein. Müssen wir, ich glaube, wir machen dann auch irgendwann mal eine Bastelfolge, würde ich sagen. Wie gesagt, könnt ihr mal sagen, ob das euch interessiert oder nicht. Ich fand das halt immer ganz interessant. Die Baupläne können nochmal weg. Die können wir verkaufen, wie mir scheint. Wie gesagt, die Einzelteile machen nicht wirklich viel aus. Es lohnt sich nicht, die wegzulegen. Mal einfach weghauen. War das dieser komische Meisterschädel, den wir
Den wir dann nachts balancieren sollten. Das müssen wir auch noch machen. Da können wir mal gucken, was wir davon verkaufen können. Das wird eh dann verkauft, von daher. Oder haben wir da noch irgendwas? Genau, da wäre ein Set-Gegenstand. Der kann dann schon mal rein. Mit dem Schatten können wir halt eventuell entzaubern. Mhm. Wieso ist die denn besser angeblich? Das kommt weg. So, gut. Na gut, und mit den Waffen, die wollten wir, glaube ich, auch soweit verkaufen alle. Ich glaube, wir hatten den Runenbogen als Waffe dann noch mit dabei. Also zumindest, ja, okay. Alles klar. Gut, gut. Dann ab zurück. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Mit dem Myraden, bitte. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? So, dann direkt mal nach Ark. Dann sagen wir mal Bescheid, wie das hier gelaufen ist. Oder verkaufen wir zuerst? Nee, wir schließen zuerst mal diese ab. Dann können wir verkaufen. Dann gucke ich mal, was wir an Geld haben. Vielleicht können wir uns das Haus dann auch schon kaufen. Dann machen wir wieder eine Runde Nebenaufträge. So ist zumindest mal der Plan für die nächsten Folgen. Hoffe, das ist in eurem Sinne. Und wie gesagt, es macht echt eine ganze Menge Spaß, das Spiel. Ah, genau, und ich wollte mir dann mal noch, wenn wir dann gleich im Sonnentempel sind, mehr halt diese, es gibt halt noch so einen Teleportzauber, den wollte ich mir auf jeden Fall mal holen, obwohl wir halt, wie gesagt, sonst die Zauber nicht großartig benutzen. Aber der ist halt schon ganz angenehm. Wie gesagt, so ein bisschen lasse ich mich halt auch von dem Let's Play von Amras inspirieren, was das angeht. Der hat dann doch einige gute Ideen, oder zumindest sein, er oder der Chat, einer von beiden. Der macht das ja als Live-Let's Play. Aber bisher geht's echt gut, also ich bin dann doch, da ich mich, wie gesagt, hauptsächlich auf die Missionen fokussiere und weniger rumreise. Haben wir hier noch? Wir haben schon einen Kopfgeldauftrag, gut, den können wir auch mal noch bei Gelegenheit machen. Auch, guck mal. Grüße. Ja. Ich glaube, bei ihm ging auch irgendein Reiseding hier nicht. Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Also bei mir funktionieren die scheinbar noch alle. Ja, also wie gesagt, zum Glück bin ich da bisher noch nicht großartig gespoilert worden, was das anging. Vielleicht so ein, zwei Nebenmissionen, aber Hauptmissionen zum Glück noch nicht. Da er da, wie gesagt, ein bisschen mehr rumläuft, ein bisschen mehr erforscht das Ganze. Und mit den Missionen noch nicht so weit ist. So, dann sagen wir gerade mal Bescheid. Wir sollten ja auch noch... Ach so, Kalia auch noch. Ja, dann können wir auch erstmal... Dann reden wir erstmal mit Arantia. Oder sollen wir jetzt erst mit Kalia reden? Wo ist denn Kalia? Ach, die ist ja auch gerade... Dann gehen wir jetzt zu Kalia. Die ist ja hier draußen. Schauen, was die zu sagen hat. Na du? Ist halt sehr dunkel gerade. Ich glaube, dann gehen wir erstmal zu Arantia und reden dann mit ihr. Einfach halt aus dem Grund, dass wir dann vielleicht ein bisschen besseres Wetter haben, dass wir vielleicht nochmal eine Runde schlafen können. Da haben wir überhaupt ein Bett? Ich glaube eher nicht. Gucken, ob wir hier überhaupt ein Bett haben. Das wäre ja auch nochmal so eine Sache. So.
Messer. No, no, no. Immer noch nicht. Also können sie immer noch nicht hier frei bedienen. Bin gespannt, wenn es da soweit ist. Aber das ist doch lächerlich. Wir müssen zumindest versuchen zu verhandeln. Ihr kennt seine Forderungen. Das ist keine Basis für Verhandlungen. Er hat es nicht gesehen. Er hat nicht gesehen, was wir gesehen haben. Die Aufzeichnungen, die Erinnerungen des Propheten. Schreitet wohl. Wenn er das nur begreift. Taranor Koarek würde sich eher von seinem Kamm trennen, als sich einen Fehler einzugestehen. Glaubt mir, ich kenne ihn. Wo wart ihr so lange? Und wo ist Konstantin? Das ist eine lange Geschichte. Das waren seine letzten Worte? Ich kann das nicht glauben. Nur ein weiteres Opfer der Hohen. Und wenn wir das Leuchtfeuer nicht bald gangbar machen, wird es nicht das letzte sein. Richtig, das Leuchtfeuer. Wenn das erstmal steht, dann können wir den roten Wahnsinn einfach wegleuchten, nicht wahr? Alternativ könnten wir auch endlich beginnen, nach einem alchemistischen Heilmittel für diese Krankheit zu suchen und die Verhandlungen mit Nerim wieder aufnehmen. Im Arsch des Propheten, könnt ihr nicht einfach mal die Klappe halten? Ihr tut den ganzen Tag nichts anderes, als Sprüche zu klopfen, die uns, abgesehen davon, dass sie nerven, der Lösung keinen beschissenen Schritt näher bringen. Wieso verschwindet ihr also nicht einfach ins nächste Badehaus und quält die Waschweiber dort mit eurem ewigen Lamento? Damit wäre ausnahmsweise mal jemandem geholfen. Das nehmt ihr zurück. Tu ich das? Kommt doch her und zwingt mich. Blasphemie? Reicht es aber! Das ist Blasphemie. Sonst was? Werdet ihr mich töten? Darin seid ihr ja gut, ihr und euer beschissener Orden. Ruhe! Ihr seid wütend, Lishari Pegast, und das verstehe ich. Aber in dem Moment, in dem ihr eure Wut dieses Bündnis zerreißen lasst, war Funkenschlags Opfer umsonst. Ist es das, was ihr wollt? Ich... Ist es das, was ihr wollt? Nein. Nein, das will ich nicht. Gut, denn ich bin es leid, meine Zeit mit diesen albernen Streitigkeiten zu vergeuden. Wir haben eine Verantwortung und der werden wir nachkommen. Schön gesagt, Arantea. Und wie genau stellt ihr euch dieses Nachkommen vor? Ohne die Energiequellen nützt uns das Leuchtfeuer ungefähr so viel wie ein Haufen Altmetall. Die Chronisten forschen daran, was diese Quellen sein können, und sie werden die Antwort finden. Novize, hol Kommandantin Eren. Wir müssen die Verteidigung des Landes planen. Prophet, trefft mich am Leuchtfeuer, sobald ihr euch erholt habt. Jetzt an die Arbeit. Okay, können wir mit dir nochmal reden? Der Sonne sei Dank, habt ihr es geschafft. Bitte, Konstantin hat es nicht verdient, so zu sterben. Ist die Wahrheit. Das ist nicht gerecht. Gegen Nerim können wir nur verlieren. Nein, das ist es nicht. Jemand wird dafür zahlen. Dafür werde ich sorgen. Ich muss so bald wie möglich mit euch sprechen. Es geht um das Siegel bei den Söldnerbriefen. Ich glaube, ich habe eine Fährte. Tatsächlich? Und? Ihr Auftraggeber stammt aus Enderal. Genau genommen aus Ark. Aber sprechen wir nicht hier darüber. Trefft mich, sobald ihr könnt, im tanzenden Nomaden. Ich werde im hintersten Zimmer auf der rechten Seite sein. Klopft einfach dreimal und dann öffne ich euch. Okay, ich komme, sobald ich mit Arantial gesprochen habe. Ja, beeilt euch. Dir geht es darum, dass das, was uns erwartet, Opfer bedeuten könnte. Und die bist du nicht bereit zu bringen. Opfer. Das Einzige, worum es hier geht, ist dein verdammter Stolz. Na gut, dann fragen wir mal. Okay, beschäftigt. Oder sollen wir das... Warte mal, Leuchtfeuer ist ja, glaube ich, das da draußen, oder? Ich glaube, ich folge ihm doch nochmal gerade. Dann will ich natürlich auch mal fragen, was da das mit diesem Streit auf sich hat. Ich glaube, Leuchtfeuer war das da aus. Ich dachte, es wird nochmal irgendwo groß durch die Gegend gereist, aber der Arantial scheint den Ort nachher auch nicht wirklich zu verlassen.
Habe ich so den Eindruck. So. Jede Menge Questpfeile. Dann folgen wir dir mal noch schnell. Ja, das ist da oben bei dem Leuchtfeuer dann. Hallo. Okay, dann reden wir jetzt doch noch. Ich wollte eigentlich noch warten. Aber gut, dann machen wir das jetzt doch noch in der Folge. Oder? Nee, ich packe sie in die nächste. So, Cliffhanger. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.